Hey ho, meine headbangenden Papageien, und wir sind zurück bei Let's Play Neo in der Belagerungsmission. Am Ende der letzten Folge haben wir es noch hinbekommen und diese Tür aufgekriegt, deren Bewacher mich dann vernichtet hat. Und ich bin zurückgelaufen und konnte ihn dann wiederum umbringen. Jetzt ist das letzte Mal, seitdem ich diese Folge hier aufgenommen habe, bin ich relativ, es ist relativ lange her und ich habe ehrlich gesagt kein... Moment mal, ist das der erste Schrein in der Mission? Okay, ich hätte nur von Anfang an wieder anfangen müssen, dann wäre ich direkt wieder hier gewesen, hätte nicht das ganze Level wieder laufen müssen. Dürfen! Yay! Okay, wir vermissen noch mindestens 3 Kodamas von 6. War ich hier auch schon mal? Weil mir kommt irgendwie bekannt vor, dass ich hier irgendwo mal eine Leiter runterploppen lassen hätte können. Was mir bis jetzt aber noch leider nicht gewogen war. Aufhören! Böser Bub! Mann, die halten aber ordentlich Us. Jawohl! Und der ist zumindest hinüber. Ich gucke mich jetzt mal hier um. Also. Ja, es tut mir von Herzen leid, dass ich so lange kein Video mehr hochgeladen habe. Ich hat kein Zeit zum Aufnehmen. Aber ich glaube, ihr war ihn noch nicht. Oh, da ist... Mist. Ist der wilde Almöhi. Okay, stellen wir uns ein bisschen näher. Jetzt! Jawohl! So geht das. Der hat bestimmt keinen Helm an. Doch, hat er, aber er lässt sich davon nicht beirren. Oh Gott, noch einer. Ich mach Schaden! Und ich nehme offensichtlich keine Heilgegenstände zu mir, wenn ich auf den Knopf drücke. So, egal. Meine Hochstufe ist hier stehen. Davor? Achso. Oh, eine Tür. Die natürlich verschlossen zu sein scheint, aber vielleicht der Typ da hinten einen Schlüssel. Ja. Dann töten wir den erstmal. Oh nein. Ey, Standardgegner-Chan kann mir auch... Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh Mann! Visier den ab, du Kackfuh! So. Ja. Okay. Machen wir erst. Ich hab auch Macht. Ich hab so viel Macht. Ich sehe so viel wie nix gerade. Haha. Könntest du mit deiner Scheiße aufhören? Ich sterb eh bald, also von daher machen wir wieder hier ihn ein bisschen schwächer. Ja, versuchen ihn dann mit massiver Macht niederzuringen. Was funktioniert? Okay. Aha. Ihr könnt mich nicht lümmeln, ihr Lümmel. Was zum Kacken ist so schwer dran, das Vieh anzuvisieren, hä? So. Und jetzt Feuerzeug. Verbrenne. Ich wusste nicht, dass sie rollen können. Ich wusste es wirklich nicht, dass die rollen können. Naja, jetzt wissen wir das. Ja, dann holen wir uns den dann noch runter. So, zack, und... Fremmen! So, und das machen wir weg. Nein! Falscher Knopf. Oh, roll! Mit der super Zielgenauigkeit. Toll. Das mag ich ja sehr gerne, dass die Sachen einbauen, dass man eigentlich nicht ausweichen kann. Oder...
wie ich das auch immer nennen soll. Ja, es tut mir leid. Ich kann instant reagieren auf dich. Du Lump. Und sonst? Kein Wassertopfzeug. Zeug. Ich kann noch nicht aufleveln. Das dauert noch. Und ansonsten sehe ich hier in der Ecke auch keine Augen in den Wänden. Noch ein kleiner Seitengang. Der Seiten kann. Oh, meine Aderlass. Oh, hier sind Augen. Okay. Sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier? Einschüchtern! Okay, falsch. Dann nehmen wir so nicht. Es ist toll, dass ich nichts tun kann. Also ich stehe da und kann meine Animation nicht abbrechen und krieg dafür eine ungebremst auf den Latz. Das ist toll. Das ist Balancing. Ja, mach mal. Ich mach keinen Schaden hier, ich mach keinen Schaden hier, ich mach keinen Schaden hier. Aber es ist egal, dieser Gegner war nun wirklich keine Qual. Ich nehm das Elixier und ruf den Gegner hier, den Niso, den Spötter. Dem ramm ich mein Schwert in seinen Herd. Wie Mac Anon schon sagte, er hat diese auch hier Glaskanonen genannt, aber es ist keine Kanone, es ist nur Glas. Diese Typen hier. Mittlerweile. Also, ich weiß es nicht. Ich hatte immer gedacht, diese Gegner hier, die man so beschwören kann, sind eher was Besonderes und nicht irgendwie Abfall. So, ja, ich renne dich einfach mal im Nebenumgehen um und das war's. So, ich habe gerade auf meiner Map einen kleinen Kodama-chan gesehen. Toll, das... Okay. Kommt das, wenn man oft genug baden geht, oder was? Okay, und dann wird der Kodama-chan hier oben im Sein, in diesem Gang. Hoffe ich doch. Ansonsten habe ich keinen Blassen. Sausäcke! Wo haben die denn hingepackt? Irgendwo oben? Nee, Moment. Also! Bist du unsichtbar? Ich kapier's nicht. Oder ist der noch weiter hoch? Oben, meine ich. Kann natürlich auch sein. Ah, hier blinkt. War ich hier schon mal? Ist das ein zwei anderer Teil von diesem Gesöckstolz-Mögel-Dörgel? Egal. Der großer Level und so. Aber wir gucken uns erstmal hier ein bisschen weiter um. Hier könnten ja noch andere kleine Kodama-Chans sein. Die möchte ich ganz gerne mitnehmen. Ne? Wahrscheinlich kommt man hier irgendwie von oben nur rein oder sowas. Also zumindest... Mach! Verschlossen, wie Katram Flockentanz schon sagt. Ich habe mächtige Äxte dabei, aber kriege mit keinem davon irgendeine Scheiße auf. Apropos Scheiße. Ne, da waren wir drin, ne? Genau. Ist die Frage, ob ich hier irgendwas übersehen habe, wo eventuell ein Schlüssel drin sein könnte. Weiß ich aber jetzt... Na, toll, es ist... Jeder Dreck ist verschlossen hier. Aber auch der große Widersacher, dem ich gerade noch Paroli so bieten konnte, ist nicht unbedingt dafür zu sprechen gewesen, dass er einen Schlüssel droppt oder sowas. Okay. Dann machen wir das anders. So, Infiltratione. Könntest du... Treffe ich jetzt seinen Kopf? Na, obwohl doch. Oh, er fällt. Oh, Baby. Rückgrat gebrochen. Natürlich. So, Kopf weg. Schleck. Ja, kann man auch irgendwie nach oben. Aber natürlich nur, wenn man richtig gut ist. Und diese... Toll, muss ich das... Ich hab... Oh. Ja, gibt's Little Klitzel, kleines Kuldalmalchenchen irgendwo. Aber zuerst... nicht den strammen Burschen hier niederstreiken. Okay, er ist vernichtet. Wir müssen wahrscheinlich nach... Ein Handrohr der Handrohrigkeit. Müssen wir mal nach da oben. Wetten, der steht auf. Mein Gott! Na gut, sie haben mittlerweile auch so gut sehr, sehr viele Hitpoints. Also so ungefähr wie die anderen. Das ist Ninja Dog. Ninja Dog, komm her! Na, kommst du jetzt?
Na gut, dann lass ihn bleiben, Ninja Dog. Verdammt, Arbeitsverweigerer, Ninja Dogs. Oh, ein Anhänger. Ich habe meine Ausrüstung schon länger nicht mehr begutachtet, fürchte ich. Hahaha! Verdammt, wenn du durch die Türe gehst, komme ich zu dir. Also, wenn William es schafft, durch die Türe zu gehen. Aber das weißt du ja schon. Kann ich das hier? Toll. So habe ich denn die Tür nach hinten aufgemacht. Egal! Ach, bin ich von der... Nee, von der anderen Seite bin ich noch nicht... Komm, oder doch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es jetzt, glaube ich, nur noch zwei. Kodama-Schatz, nur noch zwei. Kleine zwei. Ich gebe mal einen kleinen... Aha, das ist der Weg, den wir schon mal sind gegangen. Wie kannst du es wagen, mich zu schlitzen? Ja, das passiert dann, wenn man es nicht schafft, so einen scheiß Gegner einfach mal anzuvisieren. Ich habe gerade irgendwie... Wie nennt sich das? Ein Perk auf Neudeutsch. Aha. Schaff's nicht, schaff's nicht. Das war jetzt meine Geheimtaktik. So, und meine Geheimtaktik sagt... Du krepierst jetzt. Fuck. Mann, 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 Mann. Du warst ein lästiger Gesell, Freund. Egal. So, von hier aus liegt da noch irgendwas drauf. Nein, also wenn ich jetzt hier zurücklaufe, dann laufe ich ziemlich scheiße zurück. Egal. Nicht, wobei nicht ganz egal. Da drüben sahen meine Äuglein gerade einen mächtigen Kriegersmann. Wahrscheinlich wieder von formidabler Statur. Bevor wir uns mit dem antun, ist der selbstlose Seppel oder wie der hieß. Wird ein wenig unter meiner Stärke leiden. Sag ich doch. Oh, das Do ist mit mir. Ich hab nur Wasserzeug. So, dann darf ich das hier kaputt machen, ohne dass mir Schlechtes widerfährt. So, das ist ein Asbach-Uralt-Wert. Kann das sein, dass... Moment, hier ist... Kann es sein, dass ich jetzt hier wieder an meinem Schrein bin? Ich glaube, ich bin hier wieder... Ja, ich bin wieder an meinem Schrein. Okay, dann sind wir hier einmal rumgelaufen. Ich habe immer nur noch keine Ahnung, wo zum Teufel dort irgendwo dieser Abkürzungsweg sein soll. Nun ja, Komplexität ist manchmal auch ganz gut. Öffnen wir dieses Trüchchen. Rahmenflügelgewehr. Wobei, ich habe das Gefühl, dass die Rahmenflügelgewehre eher für Fähigkeiten ausgelegt sind, die ich irgendwie selber nicht habe. Das ist ein... Könnte ein Problem sein. Muss es aber nicht. So, der formidable Krieger war, glaube ich, eher auf der anderen Seite des ganzen Gesocksgedöns, ne? Dahinter der Tür. Oder war hier sonst noch was? Wobei ich gedacht habe, der hätte hier gestanden. Aber nun gut, hier sind wir ja eh quasi in altem Gebiet. Und wir haben zumindest eine gewisse Art von Abkürzung in den nächsten Bereich aufgetan. Also so ein bisschen Fortschritt haben wir. Hab ich mich so vertan? War hier sonst kein besonderer Typ noch irgendwie am Werden, am Sein? Na gut, die Patrouille erstmal. Erschießen. Ach, das ist schon wieder so ein super Fritze. Und natürlich sitzt so ein Typ noch direkt neben ihm. Ich mag nicht mehr. Die mögen wohl anscheinend auch nicht mehr. Tolle KI. Egal, wir werden sie ausnutzen. Glaubst du etwa, du könntest mich überwinden? Den Erzpeiniger deiner Kaste. Der schlechte Treffer vor dem Herrn. Gib mich. Hallo. Auf Wiedersehen. Abstecher nach Hause. Nein. Kann ich die KI ausnutzen? Ah, visier diesen Sack. Tatsächlich, könnte die KI sowas von ausnutzen. Wisst ihr was? Ich mach's gerade mal ein bisschen. Ja. Oh oh. Ich bin auf der Ebene des sackgesichtigen heruntergelangt.
Jetzt ein bisschen. Nima! Oh, der war relativ einfach im Vergleich. Der war relativ einfach im Vergleich. Genau! Schäm dich! Schäm! Ernsthaft? Zweimal eine Abkürzung nebeneinander. Das muss man auch erstmal bringen. Wo wollen wir die Abkürzung einbauen? Da! Nee, da! Oder vielleicht doch da? Moment, sind wir von hier? Nee, hier von hier sind wir gekommen, ne? Genau, hier war der Kodama aus der, in der unsichtbaren Ecke. Schade. Ein bisschen schade. Okay, dann bleibt ja nur noch Dogs of the Ninja. Oh! Du warst... Mach das hier mal Platz hier. Ich wurde beschossen. Von dort oben. Ich komm jetzt, ihr Penner. Ich bin da. Oh, cool. Eine Tür, die ich nicht von der anderen Seite hätte erreichen können. Das ist gut Design. Danke fürs Abschießen. Das ist gut Design. Diese Gegner haben wenig Lebenspunkte. Das ist gut Design. Aber hallo. Gut. Tja, warum der Weg nach hier oben ist... Keine Ahnung. Er ist da. Ich nehme es einfach mal mit. Gutski, gutski. Also, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Findest du noch ein kleiner Kodama oder waren es nur noch... Waren es zwei oder sowas? Auf jeden Fall ist dieser Wächter noch hier. Und der geht jetzt mal auf den Boden der Tatsachen. So. Dies bedeutet, wir nehmen das mit, was er bewacht. Muss mich echt verguckt haben mit diesem strammen Kamerad, der hier irgendwo noch rumlungerte. Ich habe gedacht, hier wäre noch irgendwie so ein übler Typ noch rumleuchten. Nein. Ich mag diese Schaden noch verursachen können, obwohl sie blocken. Das hat so ein bisschen was vom Moonlight Greatsword. Now is only the question, where do I go now? Ich hab von der Ahnung nicht die Bohne. Das ist bestimmt noch ein übler Übeltäterkerl. Sag ich doch. Ja klar. Ja klar. Oh, der hat... Ich hab nur den Ausweichknopf gedrückt, aber okay, er macht dieselbe Taktik, wie ich sie mache. Los, ich muss hier mal... Ich muss schneller werden. Anders geht's nicht. Ha, ich bin gleich wieder schnell. Triff mich! Mann, bin ich am Arsch langsam. Also... Oh Gott! Ich hoffe, ich komme da wieder hin. Was macht er da? Schnick, Schnack, Schnuck? Los! Und jetzt geht's! Oh Gott. Oh Gott. Kann ich deine KI... Scheiße. Haha! Toll! Es ist durchaus sinnstiftend, zuerst die da umzubringen. Na, was soll's. Hauptsache, der ist weg. So, der guckt sich jetzt wieder um wie heimblöd. Ich weiß nicht, ob ich ihn von hinten abstechen kann. Das wäre toll. Gleich habe ich ihn. Gleich ist es soweit. Oh oh! Oh oh! Ah. So? Yeah, da liegt er! Oh. Und ich habe keinen Moon mehr. Ich muss erst mal hier hoch. Ich muss erstmal diesen Arschkopf da vorne, die Leviten, lesen. Ah, natürlich. Oh, scheiße, der kann Leitern klettern. Meine Munition ist für den Arsch und aus. Ich guck jetzt gerade nur noch mal kurz.
Aber von Pustekuchen und so weiter. Keine Spur. Okay, ich habe mein Lundengewehr und werde mal schauen. Oh, schön ins Gesicht. Da kommt auch ein bisschen Schaden bei rum. Dann einmal hier schön drauf. Da kann ich ihn jetzt gerade aus irgendeinem Grund staggern, was ich vorher nicht konnte. Vielleicht wegen eines Buffs. Und dann mache ich ihn fast platt. Oh Gott. Eigentlich kann ich das auch. Mir ist das nur ein Problem. Ich weiß, es war auch selbst schuld. Scheiße. Das war selber schuld hier mit von wegen. Ha! Meine Dings ist weg. Jetzt wird genatzt. Meine ich platt sowas von. 2 und der geht vorbei. Ja, sag ich doch. Okay, er ist doch staggerbar. Ich hab nichts gesagt. Koto. Gut, ich habe schon fast damit gerechnet, dass sowas passiert. Jetzt töte ich dich. So. Na, hinten ist der Schrein. Mal sehen, wie viele Gegner mich noch versuchen, mich umzubringen. Okay, da vorne ist er. Sehr, sehr gut. Jetzt die Frage, gibt es jetzt hier direkt den Bosskampf? Weil, Moment, ich bin ja eigentlich jetzt weggelaufen von dem, wo ich eigentlich hin soll. Also die Mission ist lang, aber es ist, glaube ich, auch die Abschlussmission zu diesem Dings hier. So, ich gucke nochmal zu diesem Kapitel, meine ich. Schutzgeist, Kodama-Segen. Ich gucke gerade mal, wie viele noch fehlen. Einer noch, okay. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, wie ich gedacht hätte. Stufenaufstiege. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Fähigkeit, Stärke, Herz... Ja, vermutlich, weil ich so wenig davon gelevelt habe, macht das hier... Ergibt das hier irgendwie für mich am meisten Sinn? Angriff 1 ist Körper. Wenn ich jetzt... Das ist aber ein anderer Waffentypus. Also von daher, also... Ja, komm, ich mach das hier jetzt erstmal. Das bringt mich auch nicht in die Verlegenheit, irgendwelche bestimmten Rüstungen gar nicht erst anwenden zu können. Oder dadurch erhöht sich die Bandbreite der Rüstung, die ich tragen kann. Sagen wir es so. Und jetzt habe ich eigentlich auch schon so gut wie keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Deswegen wird die Folge wegen meiner vielen Ableben und da ich die Tode dann auch ganz gerne mal rausschneide, vielleicht etwas kürzer, als ihr es gewollt hättet. Aber gut, wir schauen uns hier nochmal an. Ernsthaft, schon wieder ein Superman. Das ist da hinten auch wieder ein Superman. Arrgh. Oh, der streckt und reckt. Trottel. Okay, guck. Testen, wie ob das ein Superman ist. Okay, getestet. Jetzt. Oh, das war gar nicht so hart, wie ich gedacht habe. Was? Jetzt sollte ich leveln. Heilen. Jetzt. Ja, Leute. Toll. Boah, ey, was ma... 2900 Schaden. Mal sehen, vielleicht will er auch nicht aus dem Zelt herauskommen. Er will aus seinem Zelt rauskommen. Habe ich eigentlich mein Seelendings? Ja, ich habe mein Seelendings. Okay. Ha! So kämpft man, wenn man überlegen ist. Ich muss mich voll machen. Ha! Muss einfach nur blocken, dann ist alles gut. So langsam! So langsam! So langsam! Ziemlich schnell. Würdest du mich mal in Ruhe lassen, Knabe? Guck mal, hier kommt die Macht! Probier mal, den hier standzuhalten! Ja, dafür hat man's ja.
Geh mit deinem Arsch weg, ich will das haben. So, verschwindibus. Nie wieder kommen du, ihr Er. Oh, Moment. Letzter Kodama, genau dafür habe ich es getan. Und vielleicht nochmal zum Aufleveln. Wow. Was, diese Schatztruhen sind der mächtige Shit. Oh, Naja, wenn dem so wäre, dass das vielleicht mal besseres Zeug enthält, wäre das echt toll. Oh. Scheiß Köter. So, auf Wiedersehen, Scheiß Köter. Oh, da ist, glaube ich, Scheiß Boss. Verdammt nochmal, das darf nicht wahr sein. Yay, ich habe zumindest alle Kodamas gefunden und ich habe eine ganze Menge Shit wohl nicht gefunden hier, weil mir hier fehlen noch die Schlüssel für diese Räume. Warum auch immer. Na gut, ich mache den Nebengang hier auf. Das ist auch okay. Ja gut, gucken wir uns mal den Boss an, aber den bekämpfen wir in der nächsten Folge so wirklich erst. Will mir nur angucken. Oh, es gibt doch noch irgendwelche Angreifer. Was? Pfeile können töten? Ich will auch dich besiegen, Lord Zed. Maria ist around here somewhere. Maria dono ni wa o hikitori negatta. Shinzuru mono ga chigau no de na. Washi wa Sekigahara ni chitta chichi ni naroi. Mizukara no gi o tsuranuku. Herr Waifunato. Und Ixion vor Boss-Time! Gegen einen Boss, wo ich wahrscheinlich wieder meckern werde ohne Ende. No! Hey! Jemand, der. Ja, komm, Runde 2 geht noch. Yay! Guck mal, ich bin hier oben. Juhu, ich benutze mal. Was? Okay, er ist, Yeah! Warum können sie alle fliegen, Penner? Benutzt das. Oh Gott. Ich wette. Wow. Töte! Benutze es! Ich habe ihn besiegt, ich habe ihn besiegt. Jetzt war es der zweite Versuch, ich habe ihn besiegt. Der war viel einfacher als die anderen Bitches. Okay, machen wir es noch zu Ende. Ja. Ich habe gesagt ja. Hast du auch gesagt ja? Ja, nur wir sagen beide ja. Ja. Dann wissen wir, wie die Belagerung ausgeht. Nein, ich will die andere haben. Die andere. Hyori Hikyo no mono to yobare nagara Shinzuru ki o tsuranuita chichi Masayuki wa Kudoyama de hateta.
わしは豊臣の義をなすために大阪へ参ったが、あの方は変わってしまわれたのだろうか。いや、わしも父のように自ら信ずる義を貫くのみ。真田の旗印は六文銭。 Where's Maria? You just can't keep away from me, can you? Warum kann jeder Bösewicht sich immer teleportieren? Nehmen wir an, er hat sich nicht selbst umgebracht. Und warum musste Hanzo gegen Sasuke kämpfen, wenn ich Sasuke schon selber vernichtet habe? Yodomimi. エスパーニャの女が集める霊石の力あれば、そなたの上陣必ずやかと。ノーヒデイロ。 The Big Reveal! Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt schlimm ist. Aber wir bekommen Enku. Der Kampf ist vorbei, doch Marios Verbleib ist weiterhin unklar. Zumindest wurde der Frieden wiederhergestellt. Fürs Erste. Yo. Yo, gucken wir mal. Nebenmission, Hauptmission hat man da. Nebenmission, Hauptmission. Ist das jetzt hier fertig? Also, was heißt fertig? Ich gucke jetzt also. Oh, da drüben ist noch was. Ist das eine Nebenmission? Habe ich das jetzt soweit durch? Okay, wir haben hier der Drache kehrt zurück, wo der mir immer noch den Hintern versohlen wird, wenn ich es versuche. Das haben wir durch. Wir haben hier eine Nebenmission, der blutrote Wille. Da haben wir nichts. Und ja, also, ich würde sagen, ja, vermutlich auch deswegen, weil wir vermutlich in dieser Region auch alle Kodamas eingesammelt haben. Ich nehme an, wir haben diesen DLC jetzt in dem Sinne hauptmissionstechnisch durchgespielt. In der nächsten Folge werde ich mich mal probieren, dieser Nebenmission zu widmen und mal zu gucken, ob ich am Ende siegreich sein kann oder nicht siegreich bin. Und dann haben wir die Belagerung von Osaka im Sommer noch übrig. Und die Nebenmission, die hier noch übrig gewesen ist. Ja, ich könnte leveln wie ein Irrer, aber gucken wir einfach mal, was am Ende von der Sache übrig bleibt. Ich würde mir am liebsten schon mal die Hauptmission und die Stufe, die dafür vorausgesetzt wird, angucken für das nächste DLC-Kapitel. Also für den nächsten DLC.
aber... Ich glaube, dann müsste ich weinen. Ich möchte diesen Vorspann erstmal nicht gucken. Das machen wir beim nächsten Mal dann wahrscheinlich so. Wieso nehmen wir 175? Oh Gott. 205. 210. Ich level jetzt noch eben mal was auf. Obwohl, das muss ich ja hier unten machen. Genau. Am Schrein. Dann kann ich nochmal gucken, was für ein Level ich habe. 151. Ja, jetzt sind es nur knapp 50 Level nur noch, die ich zu tief bin. Was? Ui. Da ist ja jetzt ja ordentlich wieder Tinte im Füller, wenn ich das hier mache. Ja, komm, Fähigkeit. Bringen wir es ehrlich, ich glaube, ich level meine Sachen jetzt erstmal so, dass die Zahlen so einigermaßen gut bleiben, die hier dann sich steigern. So, bis zum nächsten Mal dann. Sagt euer Bernie, ciao.